Der 8. Kunstmarkt in der Fellmeyer-Scheune war auch in diesem Jahr ein großer Erfolg. Kein Wunder, denn liebevolle Handarbeit für einen guten Zweck kommt gerade in der beginnenden Vorweihnachtszeit außerordentlich gut an. Achter Kunstmarkt wie immer knapp vor oder während der Adventszeit in der Fellmeyer-Scheune. Anderswelt ist ein Kunst- und Kulturverein, in dem sich viele verschiedene Kunstrichtungen zusammengeschlossen haben. Die Künstler kommen aus unterschiedlichen Sparten: Recycling, Upcycling mit Metall, Holz, Kunststoff, Glas und dazu auch noch Malerei und Schmuckherstellung. Und so bot der Markt einmal mehr eine gute Gelegenheit, sich vielleicht schon nach dem einen oder anderen Geschenk umzusehen. Die Auswahl war jedenfalls riesengroß. Also wir haben heute die Keramik ausgestellt. Das ist die Keramik aus der Tagesstätte Rannersdorf. Wir haben Upcycling hier, wir haben wunderbare Seifen, sehr schöne Holzschnitzerarbeiten, gestrickte Sachen, wunderbare Bilder, wirklich wunderschöne Bilder. Decken, Pölster, Babydecken. Also es ist ein Wahnsinn, wie künstlerisch unsere Kollegen begabt sind. Es ist ein wirklich, man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Wir haben schon sehr viele Gäste gehabt. Wir hoffen, dass heute noch mehr kommen. Eben weil man sehr viele Sachen kaufen kann für Weihnachten. Es gibt Honig, es gibt Lipbalsam aus Honig, was mich total begeistert hat. Gestrickte Socken für den Winter. Ganz super duftende Seifen. Und da hinten steht ein Wichtel zum Beispiel. Der wird jetzt im Mannswörth ausgestellt. Da kommt ein Schlitten, da kommt noch ein zweiter Wichtel dazu. Ich habe wieder meine Sachen aus Papier mitgebracht. Das sind Weihnachtsgeschenke, kleine Gastgeschenke, Kalender, Notizbücher. Was man halt so brauchen kann, alles selbst gemacht aus Papier. Christbaumschmuck, was mir so einfällt unterm Jahr. Das wirklich und das stelle ich dann hier einmal im Jahr aus. Ich bin eigentlich Imbergerin aus Ternitz angereist. Ich habe unseren Honig aus Ternitz mitgebracht. Dann haben wir Bienenwachskerzen, das ist ja ein Nebenprodukt von der Imkerei. Und natürlich auch die Propoliscremen. Und natürlich auch ein Lippenbalsam, ja, die Wachskerzen. Und jeder darf natürlich gerne dann auch probieren. Und natürlich Fragen stellen zur Imkerei. Woher kommt denn diese Leidenschaft zu dieser Handwerkskunst bei Ihnen her? Ich habe einmal einen Workshop besucht, habe mich dort auf Anhieb wohlgefühlt und befunden, das ist zu meinem Buch, zu meinem Beruf, ich bin Buchhalterin, ist es der perfekte Ausgleich, weil es bunt ist, kreativ ist und man kann so richtig schön hineinkippen. Das heißt, das ist Entspannung pur. Ich komme aus der Tagesstätte Rannersdorf, arbeite in der Keramik. Die ganzen Sachen mache ich. Also die Rebecca ist unsere Künstlerin in Rannersdorf und die Keramik, die Sie hier sehen, die fertigt die Rebecca in der Keramik an. Handarbeit, wirklich Handarbeit. Wir haben heute schon sehr viele Komplimente bekommen und ja, wir hoffen, dass wir noch weiter verkaufen können. Und wichtig ist noch, dass man die Ware, was wir machen in der Tagesstätte Rannersdorf eben, können im Winter, wenn es gefriert, können Sie bitte in die Wohnung wieder hinein. Sie sind nicht winterfest, also nicht frostfest. Ansonsten, im Garten zu stehen, wirkt wunderbar. Wie ist denn generell heute so die Stimmung bei den Menschen, die hier vorbeikommen? Die ist sehr gut. Viele Leute kaufen auch hier ein für Weihnachten schon. Wir haben wirklich wunderbare Kunststücke von Pölsterbildern, Liköre, Salze, ganz wunderbare Arbeit mit Papier, Seifen, Honig, Schmuck. Es gibt wirklich alles, auch gestrickte Socken. Ja, für Winter, wenn es einem kalt ist. Uns Frauen ist ja immer kalt auf den Füßen. Also daher, nein, wirklich wunderbare Sachen. Holzschnitzereien. Ich bin selber reingekommen und mir dachte, wow. Die Bilder an der Wand, also sehr wunderschön. Sehr künstlerisch, sehr kreativ. Anderswelt, ein kleiner, aber sehr feiner, exklusiver Verein und ein gern besuchter Markt. Also was ich gesehen habe von Anfang an, sind sehr viele Besucher schon hier gewesen, sehr interessiert und natürlich auch wurde schon fleißig eingekauft. Ich glaube, es sind kleine viele Engel auf Weihnachten halt unterwegs gewesen. Ja, es kommt sehr gut an. Wir hoffen natürlich noch auf mehr heute.
Ich glaube, dass die Leute einfach die Abwechslung mögen und dass es auch entspannend und schön ist, durch einen Markt, der vielfältig ist und bunt ist, einmal durchzugehen. Und es ist ja doch was anderes als die üblichen Christkindlmärkte, wo viele kommerzielle Sachen sind. Hier ist einfach alles handgemacht. Natürlich in der Pandemie konnten wir ja nicht, ja. Und jetzt sind wir irgendwie wieder hier, Gott sei Dank. Natürlich kommt es ja auch einen guten Zweck zugute. Also ja, ich bin wieder froh, hier zu sein dürfen.